Ja, die Schlossherren von der ganzen Welt stolz auf ihre Städte, weil hier ist jeden Samstag über die Strasse gesperrt für einen Wochenmarkt. Vom Anfang Mai bis Ende Oktober gibt es einen ganzen Wochenmarkt. Jeden Samstag, zweimal im Juli, ist Sommerpause. Und da braucht Power, Chili Power. Ronja ist Vertreterin der Marktfahrenden. Ronja, endlich wieder ein Normalzustand, gell, im Wochenmarkt in Sargans. Genau, ja, aber sind wir natürlich alle froh. Und jeden Samstag ist der? Jetzt haben wir wieder jeden Samstag genommen. Wir können pünktlich Anfang Mai starten und bis Ende Oktober sind wir jeden Samstag da. Das braucht auch ein bisschen Power, gell, von den Markttreiben. Also, wann musst du denn da sein? Natürlich, am 8:30 fangen wir an, dann müssen alle parat am Stand stehen. Je nachdem, wie lange man halt zum Aufbauen hat. Eine halbe Stunde früher, eine Stunde früher. Ja, kommt halt immer darauf an, was man anbietet. Und die Stände, die stehen schon da? Die stehen da, ja. Wir haben ja gemeint, am Freitag kommt, uns die Stände aufbauen und dann am 12:30 kommt das Abbauteam, das wir organisiert haben. Die bauen dann alles ab, ja. Und, voll der Service. Und wer baut denn das auf? Die Gemeinde baut auf. Aha. Ja. Da habt ihr einfach die Bewilligung vom 8. bis 12. oder so? Ja, von 8:30 bis 10:30. Aha. Ja. Das ist eigentlich schon wirklich extrem, gell? Dass, die Anstrengungen, die ihr jetzt auch mitmachen, das ist ein Verein, oder was ist das genau? Also, Anstrengungen muss ich sagen, also, wir kommen ja gerne. Seit 5 Jahren machen wir das ja schon. Oder? Das ja. ist am unlässig hier oben mit allen Leuten auf jeden Fall. Also, im Verein selber sind wir ja nicht in dem Sinn. Aber wir als OK organisieren das einfach ehrenamtlich und ja, genau. Und dann natürlich immer gerne auch noch Kinder dabei. Ja, gell? Natürlich, die haben auch noch zu. Das heisst mit anderen Worten, also ein bisschen Multitasking muss das sein, gell, als ja, Marktreibende. Absolut, ja. Was hat es Sie dazu bewogen, um hier mitzumachen überhaupt? Das ist ja, so, das ist ja etwas Neues, oder? Ja, also das ist die Idee ist von meinem Mann gekommen. Wir haben dann mitgekriegt, dass es einen Städtlimarkt gibt, einen Wochenmarkt. Und dann hat er gefunden, komm, da gehen wir jetzt hin und das jeden Samstag. Und ich habe am Anfang gedacht, bist du dem verrückt? Wir haben mit unseren Chili-Sachen jeden Samstag. Aber wir haben das durchgezogen, es macht auch Spass. Es hat sich gut umgesprochen und ja, dann fangen viele Fans. Ist ja ein guter Job, ja, in der Chili-Power, also wenn man denkt, Chili. Aber mit Chili ist das so gar nicht, nein, oder? Überhaupt nicht. Oder? Also wenn man einen scharf gibt, heiß, ist gut durch Blutung und das gibt dann wieder Power. Ja, so ein Wochenmarkt, wie schätzt du das hier, so von der Beliebtheit her? Also ich muss sagen, wir sind jetzt schon das 5. Jahr dabei. Also wir machen das schon seit 5 Jahren und von dem her muss ich sagen, läuft es sehr gut. Oder? So hätten wir es gar nicht so lange durchziehen können. Und natürlich das Strössli da, gell? Also auf dem Städtli, das ist natürlich wirklich auch prädestiniert dazu. Ist auch ein wirklich schöner ja. Ort, gell? Ja, das bietet sich natürlich sehr gut an. Ist sehr schön. Und weißt du, was auch noch schön ist? Heute ein sehr, sehr heißer Tag. Das heisst, es ist ja kühl da, gell? Genau, absolut. Ja, jetzt haben wir es noch kühl da. Jetzt, gell, hinter der Tochter wartet schon lange, gell? Der Sohn ist eher ein bisschen relaxed, aber die Tochter möchte unbedingt dann drauf kommen. Also, wenn du mit dem Markt vorbei bist, was ist denn noch? Was geht denn nachher ab, da, familiär? Also, wir gehen dann nachher direkt heim im Pool. Wir haben einen grossen Pool aufgebaut und der wird dann nachher gerade genutzt, natürlich. Ja, super, hey! Hey, ist dir einmal zu langweilig, wenn du da warten musst? Ja. Aber du bist doch noch die zukünftige Marktfrau. Du musst jetzt ein bisschen aus der Straße rausstehen und sagen, hey, Chili Power, Chili Power. Nein. Warum nicht? Komm, dann probieren wir mal. Nein, komm, geh nochmal. Chili Power, Chili Power. Chili Power. Ist das noch wichtig, dass wir da, aber gell, Marktschreier sind ihr ja nicht. Nein, gell? Überhaupt nicht. Nein, das macht ja niemand. Ja, und die, sind ja regelmässig die Leute, die hierher können, also hast du jetzt Besucherinnen, Besucher und auch die Markttreibenden, ist das ein regelmässiges Publikum? Ja, auf jeden Fall, das ist ja so, ja. Weil genau. Ich das schätze, dass man einen Markt einkaufen kann. Ja, ja, und das ist auch schön natürlich, oder? Wenn man bekannte Gesichter hier hat, auf jeden Fall. Und eben immer ein bisschen Leptik, das gehört zum Markttreiben natürlich. Absolut, ja. Also du freust dich auf den Pool? Ja. Ja. Ja, kannst du überhaupt schwimmen? Ja. Also glaube ich nicht. Doch. Echt? Gut. Ja. Okay. Das heisst mit anderen Worten, der Markt, der, das ist nicht für dich? Nein. Oder gibt es etwas, gibt es gar nichts im Markt, was Sie interessieren? Weiß nicht. Oh, heute haben wir Flohmarkt, heute gibt es einen Haufen zum Sehen natürlich. Gut, wir studieren noch ein bisschen, machen es den Leuten ein bisschen lustig, der Markt, gell? Okay, absolut, super. In dem Fall viel Erfolg. Ja, danke vielmals. In dem Fall viel Chili Power weiterhin und bei dem Power natürlich ist der Erfolg sicher. Warum gehen die Leute zum Markt? Die Frau hat unbedingt wählen. Das ist das Kind, ja, und das ist die Frau. Man geht daher, um ein bisschen zusammensitzen. Ja, ist herrlich. Gemütlich, gell? Ja. Du, dann geht Freude am Markt, gell? Ja. Gell? Gehen ihr gerne zum Markt? Ja, sehr. Ja. Was ist für euch so der Markt so am Städtli? Um die Leute zu treffen.
einmal etwas anderes, gell? Ja, genau. Und ein bisschen beobachten kann man auch. Ja, sicher, ja. Und selbst habe ich auch. Und dann habe ich gedacht, diese Frauen, die sind sicher nicht jeden Samstag beim Markt. Und siehe da, so war es. Das erste Mal beim Markt? Ja. Und, wie läuft es so? Ja, bis jetzt sind wir zufrieden. Ist mit jeder Erfahrung wert. Ja. Eben, gell? Ja. Ist es so, wie ihr es vorgestellt habt, oder? Mal, das schon. Bis jetzt schon. Ja. Ja. Spannende Leute. Und man ist ein bisschen ausgestellt, gell? Ein spezielles Gefühl noch. Ja, sehr. Das ist so, ja. Und ein anderes Feeling. Kennt ihr auch aus bei all dem, was ihr hier habt? Oder wie kommt ihr gerade auf das? Ja, aus den Schränken von daheim. Entrümpelt. Ja, da durchlaufen wir ja ein bisschen. Hättet ihr da noch etwas dabei? Nein, ich kann nichts packen. Nein, ich kann nichts packen. Von das habe ich ja meine Kollegen, die mir das Zeug mitnehmen. Aha. Und ihr? Habt ihr etwas vor beim Markt? Nein, eigentlich nicht. Aber es ist gleich schön, gell? Mal ja, so etwas sehen. Ja, ja, sehr schön. Mit der Andrea neue Ideen kennenlernen, zum Beispiel hier aus Single-Socken werden die Paar-Socken. Die einzelnen Socken kann man hier ein Klöpperchen machen und wenn man die nächste einzelne Socke in der Wäsche findet, kann man ihn hier holen und wieder zusammentun. Hoi, und wenn dann alle ähnlich aussehen? Dann wird es schwierig. Dann muss man es vielleicht mit einer Farbe markieren oder so. Wie bist du auf die Idee gekommen? Aus Familienerfahrung? Ja. Die Kollegin hat immer gesagt, ihre Wäschmaschine frisst, glaube ich, Socken. Und dann ist mir die Idee gekommen, um so ein Stäffeli zu machen. Wahnsinn. Aus einem Stöbern. Aber liebe Frauen, ohne dass man es euch sieht, das ist, das nicht etwas, ist das nicht etwas Schönes, so Stöbern? Ja, sicher. Ja, super. Ja. Findet man manchmal etwas? Also ich habe schon ganz viel gefunden. Ja, was heisst denn das Wasser, Peter? Das ist mein Name. Aha. Ja, ja. Und das ist ein Bier. Oh, also eben. Das ist auch eigentlich auch Wasser. Eben, darum frage ich, also hast du schon Wasser, Peter? Und ja, so ist es und trinke Bier. Ja, man muss ab und zu ein bisschen ausweichen, oder? Weil immer auf der gleichen Schiene fahren, das bringt es nicht. Was ist denn dein Angebot vor allem da? Mein Angebot? Ja, das sind ein bisschen Glassachen. Und wir lieben natürlich alte Lampen. Und das sieht man ja auch. Das ist alles Sachen, die du selber mal gekauft hast oder daheim hast und du sammelst? Ich tue schon seit ich 16 bin. Bin ich immer ein bisschen am Sammeln, am Händeln, am Machen und so. Und, ich finde das auch schön. Vor allem, wenn dann wieder jemand kommt und findet ein Stück und sagt, oh ja, und dann hat es ein neues daheim. Und das finde ich sehr toll. Und dann ist es in der Woche nie langweilig, he? Ich mache eigentlich fast keinen Flohmarkt mehr, weil der Aufwand ist mir einfach zu gross. Aha. Aber ich denke da im Städtli, wenn man zur Gans wohnt, dann probiert man das. Und wo kommt man denn sonst an deine Ware her? Also im Prinzip, wenn wir hier bei der Frau Brabant, also das hat sie die meisten Sachen auf dieser Sache, sie hat ja hier noch ein Werkstättli. Jawohl. Und sie ist schon zu Liestl daheim und wir sind gut befreundet und ab und zu kann man dann die Sachen hier reinstellen, weil wir haben uns auch überlegt, es wäre schön, wenn das einmal im Monat wäre, der Flohmarkt hier. Es würde dann einfach ein bisschen bekannter werden und weil eben Kundschaft ist eigentlich keine Junge. Bis jetzt. Aber es ist einfach ein Genuss vom schönen Wetter. Und da ist mir schon zufrieden. Ja, der Peter Wasser ist Pensionist, ehemals Elektroniker, 20 Jahre Hauswart in einem Schulhaus. Ja, und eben jetzt unterwegs mit seiner Sammlung. Ja, und einen Markt, da muss man aufbauen. Wer wüsste das besser als Sandra Büsser vom OK? Was ist das? Ein Bauernbeizli? Bauernbeizli im St. Margrethenberg. Aha. Genau. Die haben einen Laden, einen Hofladen und auch ein Restaurant. Und was führt die jetzt hierher hinter den Stand? Das OK vom Wochenmarkt-Team tut jetzt den Stand betreiben. Also, weil ja, wir einfach möchten hier schöne Produkte aus der Region anbieten. Eben, wir haben auch von Mehls haben wir Sachen, von Filters haben wir Sachen, eben vom St. Margrethenberg. Und hier den Anbietern ein bisschen Plattform bieten, auch, dass sie ihre Sachen können präsentieren können. Immer noch voll engagiert, he? Immer noch, ja. Jeden Samstag Wochenmarkt. Genau, jeden Samstag, ja. Das ist nicht Freude. Marketing in der Theorie, wie du machst, das ist Marketing pur, ja, kann man sagen. Und wenn ich nicht hinter dem Stand bin, dann bin ich als Kunde da oben oder als Kundin.
Sagt Sandra Büsser, eben Marketingfrau und hier beim OK dabei. Also der Wochenmarkt, vor allem auch der Flohmarkt, wo es jetzt vielleicht jeden vierten Samstag soll geben, das ist ganz etwas Spezielles. Da kann man herkommen. Ihr gehört, so ein Stand kostet ungefähr 32 bis 35 Franken und dann kann man seine Sachen dort anbieten. Engagement braucht es natürlich. Sind das alles Kleider von dir daheim? So? Okay. Ja, die sind von meinem Sohn alle, die bin ich alle am Verkaufen. Jetzt. Ich habe genug, also alles nicht mehr anlegen. Das ist eigentlich eine gute Idee, ja? Wirklich interessanter Wochenmarkt. Gute Ideen überall. Man muss ein bisschen Zeit mitnehmen, um das im Detail auch wirklich geniessen, wirklich anschauen. Und dann kann man sich ja immer wieder austauschen mit den Leuten. Es gibt wirklich unglaublich viele ganz spezielle Sachen, die man eben nur dann wahrnehmen kann, wenn man auch Zeit mitnimmt. Auch ganz spezielle Sachen, die man kaufen kann, die es einfach wirklich nie mehr gibt. Und da kann man auch einiges erfahren. Zum Beispiel über Kakteen und vieles andere. Ganz ähnlich sind es. Also, längliche, im Frühling so rötliche Blätter am Schatten in und die wachsen ja an den Strassenrändern in der Mauer. Ja. Ja, wenn man genau hinlässt, so Gespräche gibt es an jedem Stand. Man kann fragen, man kriegt Auskunft über bereitwilliges Treffen von eben etwas geben und etwas können überkommen und stöbern. Einfach ganz frei stöbern, anschauen, sich Ideen richtig reinziehen und hin und wieder mal einen Kaffee trinken, sonst etwas trinken, eben zusammensitzen, irgendwie Gemeinschaft ein bisschen geniessen und dann gibt es auch noch gesundheitlich etwas. Homöopathie, was hat das mit Homöopathie zu tun? Ja, das verkaufe ich. Wenn das jemandem gefällt, darf er das gerne haben. Und mir sagen, wie viel das er dafür hat. Wie viel das wert ist. Wie bist du auf die Idee gekommen, hierher zu kommen? Ja, die Ursa hat mich hierher gebracht, schon das dritte Mal. Und ist noch schön? Also, kommst du in Kontakt mit denen? Ja, manchmal, man kommt in Kontakt mit den Leuten. Es ist wirklich schön, schönes Wetter und alles. Also, das Geschäft ist nicht so wahnsinnig. Aber ich bin nicht wegen dem Geschäft allein da. Aber ich wäre natürlich froh, wenn ich das nicht mehr alles zuhause tragen müsste. Das wäre schon schön, gell? Wäre schön. Und wenn, vor allem, wenn es jemandem Freude machen würde, wäre super schön. Freude machen, die innere Einstellung, die passt zum Wochenmarkt. Innere Ruhe finden für ein Einkaufserlebnis von der besonderen Art. Das Piazza-Gefühl, das uns doch jemand im Süden so fasziniert, zumindest in unserer Region. Am ganzen Wochenmarkt, wo das wunderschöne Städtchen jeden Samstag belebt, ist auf jeden Fall der weitere Erfolg zu wünschen. Es ist regional ein ganz spezieller Markt, weil Städtchen so ganz hatte früher viel Geschäft und Betrieb gehabt, ist der Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens so ganz gewesen. In Zusammenarbeit mit so ganz Tourismus und der Gemeinde so ganz lebt diese Tradition vielleicht wieder auf. Marktleben ist angesagt, jeden Samstag.